Tim, jetzt gib den Schlüssel her. Gib den Schlüssel her. Der ist auch nicht so laut. Jetzt ist er laut. Hey Leute, was geht? Und willkommen zurück zu einem weiteren The Starting Crew Video. Und wir sind nochmal hier in München, in unserer alten Garage jetzt. Aber ich bin natürlich wieder nicht alleine. Mein Vater ist heute auch wieder mit am Start. Servus. Ja, servus, hallo. Wie geht's dir heute? Gut soweit. Bin froh, dass wir heute die Autos jetzt in die The Cave bringen können. Richtig. Das heißt, wir waren hier, jetzt können wir es ja zeigen. Komm kurz mit, Patrick, bitte. Wir haben ja überall hier alles abgeklebt mit unseren The Setting Crew. Nennen wir die mal Banner, weil die Autos standen hier bei ST Lauda. Genau, an der Stelle ein großes Dankeschön. Ja, riesen Dankeschön. ST Lauda hat uns damals wirklich sehr entgegenkommen geholfen, dass wir hier ohne Probleme die Autos sicher und vernünftig in der Übergangszeit unterbringen konnten. Und das waren die auch immer. Die standen hier super, gar keine Probleme. Das Einzige war doof, dass man hier nicht überall Steckdosen hatte, aber ja, gut. Es ist ja eigentlich nicht geplant als Car Storage hier. Aber wir bringen in den heutigen Videos unsere ganzen Autos in The Cave. Das heißt, wir fahren ein bisschen rum, werden schön viel Spaß haben. Mr. Viamontes ist heute auch mit am Start. Ja genau, wir brauchen ja Fahrer. Ne? Der versteckt sich aktuell noch hinter der V-Klasse. Jetzt duckt er sich gerade. Er möchte nicht so gerne gezeigt werden. Aber es ist kein Problem. Wir fangen jetzt an. Welches Auto nimmst du als erstes, Papa? Ich nehme den SVJ. Der SVJ. Mr. Viamontes, was nehmen Sie als erstes? 675. Mr. Viamontes fährt 675, hat er übrigens auch sein Traumauto und jetzt fährt er den. Und ich nehme als allererstes den GT4. Und Patrick, was nimmst du? Frank. Genau, von dem her würde ich sagen, schmeißen wir die Autos mal an und fahren los. Gut, und jetzt verlassen wir auch die Domarktstraße, so heißt es hier. Schon komisch, irgendwie die Autos hier rauszuholen. Tim und mein Vater reden gerade über die Autos, also ganz entspannt. Dann fahren wir jetzt hier mal raus. Warte, ich lass das Patrick ziehen, dann muss ich das nicht machen. Genau, das war's jetzt. Tja, da ist man gerade mal 5 Minuten weg von der alten Garage. Und da es München ist, stehen wir jetzt auch im Stau. Aber ich möchte auch nicht, dass ihr gelangweilt seid von diesem Verkehr. Deswegen sehen wir uns gleich wieder auf der Autobahn. So, jetzt ist komplett unbegrenzt. Saat 200. Ich sehe nur vor mir den 675 Grad, wie die Airbrake hochgeht beim Bremsen. Einfach unglaublich geil. Aber wir kommen jetzt zum Tunnel. Jetzt gibt's was auf die Ohren. Das wird jetzt sehr laut. Das ist einfach SVJ. Jetzt bin ich auf jeden Fall sehr wach. Wir sind jetzt in unser Cave wieder angekommen. GT4 steht hier, SVJ steht da, der 675 LT steht da. Aber ganz vergessen, der GT63 ist auch schon hier. Das heißt, wir haben schon mal ein paar Autos auf jeden Fall am Start. War auch eine sehr lustige Fahrt, oder? Ja. Wenn nicht so viel Urlaubsverkehr wäre, ja. Ja, aber können wir mal kurz Mr. Viamontes eine Frage stellen? Na, was möchtest du denn fragen? Wie er den 675 gefunden hat. Also, es ist ja wirklich eines meiner Traumautos gewesen und ich muss sagen... Tim, jetzt gib den Schlüssel her. Tim. Nein. Gib den Schlüssel her. Das ist meiner. Nee, wirklich mega. Einfach die Sitzposition, wie man da einfach drin sitzt, ist schon wirklich perfekt. Ja. Fahrgefühl, einfach das Feedback vom Auto. Es ist einfach genau so, wie es sein muss. Also das vermisse ich ja leider wirklich bei den modernen Autos. Und ich bin sehr froh, dass McLaren da noch so wirklich fahrerorientiert ist. Und nee, mega Auto. Ich will mir so bald als möglich einen holen. Das ist wirklich mein Traumauto. Gib den Schlüssel jetzt her. Sehr, sehr guter Geschmack. Und was sagst du zum Sound vom SVJ im Tunnel? Ja, abartig. So, sehr gut. Ich sag mal so, nette Wörter fallen mir da nicht ein. Abartig? Aber, nee, es ist wirklich krass, wie so ein Serienauspuff klingen kann. Ja, absolut. Da hast du definitiv recht. Lamborghini hat es einfach drauf. Die können es am besten. Die können das. Ja, aber ich würde sagen, bevor wir weiterreden, fahren wir wieder los und holen noch ein paar Autos. Die nächste Runde. Ja.
Und zurück sind wir jetzt auch wieder in der Halle, in der Halle, das ist hier gar keine Halle, in der Garage in München. Die letzten paar Autos jetzt mitnehmen, wir nehmen jetzt den GTR mit, den 720. Mr. Viamontes versteckt sich schon im 620R. Und du bist auch wieder da. Mein Vater hatte extreme Verspätung, da die V-Klasse vorgetankt hat, Frank the Tanky. Ja, ich habe mal wieder eine meiner wichtigen Aufgaben wahrgenommen, Autos voll tanken. Ja. Genau. Ja, und Rolf kommt dann später. Rolf kommt später, aber das werden wir wahrscheinlich nicht filmen. Außer du kannst eigentlich mit dem Handy dann einen kleinen Clip machen, wie du den PPOV mitnimmst. Mal wieder, haben wir ja lange nicht gehabt. Jetzt mal wieder PPOV machen? Ja. Dann seht ihr nachher im Video nochmal ein bisschen PPOV. Aber mit den Autos fahren wir jetzt erstmal in die Motorworld. Genau. Denn wir haben alle Hunger. Genau, wollen wir das Mittagessen gehen? Mittagessen. Und da stellen wir die Autos dann schön nochmal draußen hin. Und ich glaube, dann sehen wir uns eventuell nochmal da kurz. So, da haben wir nochmal die Chance, doch nicht kurz Gas zu geben, aber ein bisschen Sound kriegen wir immerhin hin. Einfach ein bisschen unnötig hoch und runter schalten. Die Gänge gehen so schnell rein. Einfach göttlich. Das einzige Nachteil, finde ich, den wir beim GT63S haben, ist, dass es nicht das Dual-Clutch-Getriebe ist, das 7-Gang, sondern noch so eine Art Wandlergetriebe. Dadurch ist es halt echt manchmal ein bisschen langsam. Aber jetzt haben wir wieder freie Bahn. Können wir hier mal kurz durchlatschen. Und das schiebt das Auto. 223 und zwar einfach so. Sehr, sehr, sehr beeindruckend. Jetzt glaube ich nochmal. Ja, sehr schön. Hochlebe die deutsche Autobahn. Kurz 259 oder 260 habe ich nicht genau gesehen, aber jetzt kommen wir leider wieder an ein begrenztes Stück. Das heißt natürlich, dass wir abbremsen und jetzt ganz gemütlich weiterfahren. So, wo sind wir jetzt? Wir sind wieder in The Cave. Jetzt haben wir auch ein paar mehr Autos hier drin. Ne? Ja, ein paar sind jetzt hier, kann man so sagen. Sehr schön. Mein Vater ist gerade nicht da, deswegen ist jetzt auch wieder mal Patrick mit am Mikrofon. Mhm. Fühlt sich jetzt wieder ganz toll. Ja. Das freut mich. Wir müssen hier ein bisschen aufräumen. Die Autos sehen aktuell schlimm aus, so wie die geparkt sind. Die beiden McLarens hier schon wieder, liebe Grüße an Mr. Viamontes. Die Lifts sind beide oben. Das sieht jetzt aus, als wäre es ein Urus. Das geht natürlich so nicht. Hier ist der Lift auch oben. Beim SVJ ist der Lift oben. Es sieht einfach schlimm aus. Aber deswegen denke ich mal, dass wir jetzt einmal alles so ein bisschen umparken. Aber die Frage ist, wo stehen die Autos? Ich persönlich, kannst du mir gleich deine Meinung zu sagen, Patrick, würde sagen, die beiden bleiben hier. Mhm. Die müssen nur ein bisschen gerade gemacht werden und der Lift muss runter, weil die stehen echt schief. Das triggert mich sehr. Oh ja, das stimmt. Sobald Lift unten ist, sieht schon mal viel besser aus. Hier, der 765 kann auch bleiben. Mhm. Dann packen wir neben den 765 den 720. Klar. M2 CS und Frank können eigentlich erstmal da stehen bleiben. Weil das passt auch so schön mit den Designs, ne? Designs. Es läuft sieht echt super aus nebeneinander. Ja, gebe ich dir recht, finde ich auch sehr, sehr schön. Gut, der GT63 bleibt auch da, wo er ist. Mhm. Dafür nehmen wir den SVJ, den kleinen Lieben, der so knuffelig da aussieht, raus. Stellen den dahin, wo der GT4 ist. SVJ da raus, GTR kommt neben den GT. In die Reihe, wo jetzt der GT4 und der 27 stehen, kommen die beiden Lambos. Mhm. Den GT4 parken wir dann erstmal in die Lounge-Area, würde ich sagen, für die Zwischenzeit. Der 911er ist aktuell nicht da, der ist noch bei Porsche. Genau. Der kommt jetzt dann aber bald wieder und wird auch heile sein und funktionieren. Hoffen wir. Ja, hoffen wir wirklich, das wäre sonst echt mittlerweile nervig. Und dann hoffen wir mal, dass, fingers crossed, vielleicht nächste Woche der STO hier ankommt. Uff. Oh, das wäre sehr schön. Oh ja. Vor allem müssen wir überlegen, was jetzt noch alles an Autos hier reinkommt. Ich glaube, bis zum Ende des Jahres wird es ein bisschen enger sein. Ne? Ja, aber das ist noch ein Punkt, guter Punkt, Patrick, den ich ansprechen wollte, weil in den Kommentaren vom Video, was jetzt in unserer Zeit heute läuft, das Video, wo wir die Halle zeigen, haben viele geschrieben, dass sie sagen, dass die Halle zu klein ist für die Autos. Echt? Ja. Okay. Aber manche haben gesagt, da passen nicht so viele Autos rein, wie wir denken. Aber man darf eins nicht vergessen. Das Projekt, was dahinter ist, ist die Hälfte der... Was das wohl ist. Ja, das weiß man immer noch nicht. Mal gucken, ob heute vielleicht das Glas ein bisschen klarer ist, aber ich glaube nicht. Aber wir können ja mal schauen. Das Licht dann machen, wenn du willst. Und?
Aber man sieht hier schwarz ein bisschen, aber machen wir lieber aus. Nee. Man darf nicht vergessen, das Ding ist im Prinzip fast die halbe Halle. Naja. Fast. Also halb. Okay, ein bisschen mehr als ein Drittel. Ein bisschen mehr als ein Drittel der Halle ist das. Deswegen, da passen noch echt viele Autos rein und die stehen gerade eh alle sehr breit. Das heißt, wenn man wollen würde, könnte man jetzt zum Beispiel den 620 näher an die Wand fahren, den 675 noch näher daran und dann ein Auto in die Mitte der Säule stellen. Also das ist gar kein Problem. Und wie gesagt, von der Höhe ist es auch kein Ding, wenn wir einen Carlift reinbauen. Und da hinten haben wir noch Fläche. Und wie gesagt, die Breite hier kriegst du so easy, zwei Autos nebeneinander mit den Türen offen. Das ist gar kein Problem. Das heißt, man könnte das im Prinzip auch noch alles vorstellen. So wie das aktuell bei uns aussieht mit den Autos, die wir bestellt haben, könnte das gut sein, dass das so gemacht werden muss. Aber ich würde sagen, bevor wir noch zu viel weiter rumreden, sollten wir mal anfangen, die Autos umzuparken. Ja, das wäre eine gute Idee. Fangen wir hiermit an, die einmal gerade hinzustellen und einen Lift runterzumachen, oder? Genau. Sauber. Kannst du gleich mal wieder ein paar Startups filmen, mein Lieber? So, wir warten jetzt mal kurz, bis der Lift komplett unten ist. Fragen, ob ich gerade bin. Ja, eigentlich perfekt. Also da sieht das schon brutal aus. Nummer 1 steht. Ja, sie steht auch wie die 1, also wirklich super. Ist Lift schön unten? Ich würde sagen, nee. Nee? Oder doch? Ich glaube schon. Aber wobei? Der ist unten, mein Lieber. 675 LT Spider. Hier ist es manchmal ein bisschen nervig mit dem Lift, aber das kriegen wir jetzt auf jeden Fall hin. Wupp. Patrick, machst du mir mal bitte die Tür zu? Nö. Ach, nee? Nö. Bist du ready für Startup? Ja. Sehr schön. So, jetzt mal gucken, ob Patrick sagt, ob das gerade ist oder ob das schief ist. Nee, andersrum. Ja, perfekt. Ja, perfekt. Sehr schön, das passt. 675 aus. So, was wird jetzt als nächstes umgepackt? Als nächstes packen wir den Performante einmal kurz hier nach vorne rein einfach. Okay. Dass wir dann den 27 nehmen können und den schön neben dem 765 LT stellen. Das heißt, für Perfi gibt es jetzt natürlich einen absoluten Kaltstart. Ah, ja, super, ne? Mega. Yay. Aber guck mal, wie dreckig das war, bevor wir das hier sauber gemacht haben. Ja. Krass, ne? Ja, das stimmt. Das heißt, Performante müssen wir auf jeden Fall dieses Wochenende waschen. Ja. Ich will leider nicht wieder ein Video drüber machen. Den haben wir schon eins, ne? Ja, ich muss aber auch sagen, den hat meine Mutter eingepackt, deswegen weiß ich nicht, wie weit vorne der Sitz ist. Ja, das ist ein bisschen problematisch, kann man schon so sagen. Oh Gott. Mein Bein passt nicht durch. Scheiße. Man sieht ihn überhaupt? Ne, ich sehe nämlich. Ja, gut so. Geht's? Fertig, lass mich. Bist du ready? Gehst mal bitte nach hinten. I am ready, yes. Alter, sitzen. Okay, bei dem lasse ich mal lieber besser Abstand. Ja, bereit. Super, ne? Ja. Das Gute ist, der SVJ ist noch warm, Patrick. Aber der ist... Ah, nee, der muss auch umgeparkt werden. Es tut mir schon echt leid für dich, so ein bisschen. Ja, ist okay. Weiter geht's. Ja. Ja, sehr schön. So, jetzt wieder Perfi. So, da steht er sehr schön gerade. Jawohl. Nächstes GT4 und danach den kleinen, süßen, SVJ. Knuffeligen, genau, den Jota. Der GT4 klingt aber auch gut. Ja. Müsste auch noch mal nach hinten. Der ist auch nicht so laut. Oh ja, das ist ja mal super angenehm. Jetzt kommen wir zu dem Auto mit dem besten Wendekreis. Kann ich bitte rausgehen? Nein. Ah, gar nicht mal so laut. Jetzt ist er laut. Guten Morgen, Patrick. Jesus. Das war Hölle zum ein paar Ausparken jetzt. Das war echt nervig. Ich habe den GT4 halt da nicht so schlau platziert. Ja, das ging ja. Patrick freut sich gerade sehr über SpaceX. Hammer.
Aber gut, es geht erstmal im GTR weiter. Ja. Bitte nach hinten. Ja, ich muss mir hier noch von dem SVJ holen. Auch nicht schlecht. Ach, das klingt doch schön. Hier steht übrigens der GT4. Ich finde immer noch, dass der AMG GTR eines der schönsten Autos ist, was es aktuell gibt. So, das war es dann erstmal. Das sieht jetzt aber auch alles schon mal viel vernünftiger aus, finde ich. Mercedes, Mercedes, Lambo, Lambo, Porsche. McLaren, 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 McLaren und die beiden farbfrohen Autos. Gut, aber wir beide machen uns jetzt noch mal ein bisschen Gedanken über die Planung, was wir jetzt hier genau machen. Ja. Und dann sehen wir uns beim Wraith wieder. Der musste noch hier hinkommen. Oh, sehr schön. Den packen wir erstmal neben den GT4, würde ich sagen. Und dann einmal rückwärts da rein, bitte. Ich habe gehört, du hast auch Clips gemacht. Ja. PPOV mal war. Ja, PPOV mal war mal wieder am Start. Ich war irgendwie eine Zeit lang nicht so aktiv, aber krass, als ich eben in unsere Übergangsgarage kam und Rolf stand da so ganz alleine und verlassen, es kullerten schon leichte Tränen unter seinem Schutzcover raus. Das sieht auch schon süß aus. Und dann habe ich ihm gesagt, mach dir keine Sorgen, Rolf, du bist der Boss. Und der Boss kommt jetzt als letztes mit rüber in die neue Halle. Das stimmt, vor allem mit seinen Geschwistern dann bald. Genau. Sieht natürlich sehr schön aus. Zurück zu den Geschwistern in den Cave. Ich will kurz sagen, dass wir jetzt einmal kurz die Clips reinmachen, die du gemacht hast. Mhm. Ich habe mir Mühe gegeben. Bitte in den Kommentaren vermerken, Marco ist der bessere Kameramann. Gut, also rein mit den... So, Patrick. Jetzt erstmal rein mit den Clips. Bum. Ja, hier meldet sich dann nochmal PPOV. Auf dem Weg das letzte Setting-Crew-Auto, unser lieben Rolf, in die neue Setting-Crew-Cave zu bringen. The cave is waiting for you. Schaut mal, wie leer alles ist. Also Rolf, auf geht's, auspacken, losfahren und zurück zu deinen Geschwistern. Bis dann. Okay, Estee Lauder, vielen, vielen Dank, dass wir bei euch zu Gast sein durften und ihr so gut auf unsere Autos aufgepasst habt. Wir sehen uns sicherlich mal wieder, aber jetzt geht's in The Cave. So, ich hoffe, euch haben die Clips gefallen. Die waren gut, glaube ich. Ja. Ich habe die zwar noch nicht gesehen, wenn du die machst, ist immer so eine Sache, aber ich denke mal, das hast du diesmal Hallo, ganz gut hinbekommen. PPOV. Ja. Wie war die eigentlich die Fahrt? Vom Verkehr und so? Super. Ja, frag nicht. Verkehr war ätzend. Aber ich bin ja jetzt hier. Ja. Und jetzt haben wir alles soweit hier. Bis auf das, was zu Hause ist. Wie findest du, wie Patrick und ich das aufgebaut haben? Das Line-Up habt ihr sehr schön gemacht. Ja, ne? Sehr schön gemacht. Ich dachte eben schon gerade, dass Patrick da hinten schon irgendwie einen Powercharger aufgestellt hat von Tesla. Aber als ob ich das erlauben würde. Ja, aber man weiß es. Patrick schleicht sich hier nachts rein und eines Morgens kommen wir hier rein und alle Autos sind angeschlossen und haben Hybrid. Ja, und sind weiß. Dann haben wir ein großes Problem. Sehr großes Problem. Das stimmt. Ja, aber es sieht jetzt schon mal viel besser aus und jetzt geht dann die wirkliche Arbeit so langsam los. Weil die ganzen Autos müssen ja noch mal raus. Sobald der Boden reinkommt, das wird alles noch... Oh. Es sind wunderschöne Probleme. Es sind wirklich wunderschöne Probleme. Genau. Aber es sind auch viel Organisation mit vielen verschiedenen Autos. Ja, zumal ja im Moment ist auch nicht so einfach, ist das ganze Material ranzubekommen. Ja. Mit jedem Handwerker, mit dem man im Moment spricht, heißt es immer, oh, Lieferzeiten, Lieferzeiten, Lieferzeiten. Aber gut. Jetzt haben wir so lange gebraucht bis hierher. Jetzt kriegen wir das auch noch hin. Also das wird schon alles klappen. Die nächsten Wochen werden spannend und wir werden ja regelmäßig mit dem Video dann mal informieren, wie es weitergeht. Und das nächste neue Auto, was hier reinkommt, wird dann der STO. Ja, wahrscheinlich. Trüffel kommt auch bald. Trüffel, ja. Darauf freuen wir uns schon. Ich glaube, wir beenden hier jetzt mal das Video, nachdem wir den ganzen Tag nur unterwegs von Autos umparken. Von dem her würde ich mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, einmal bitte das Video liken, kommentieren, mit euren Freunden teilen und natürlich auch den Account zu abonnieren. Dann noch einmal kurz auf Instagram vorbeischauen und auf der Webseite. Und was müssen unsere lieben Leute noch machen? Die Glocke, damit ihr nichts verpasst. Das stimmt. Gut, dann ich gehe jetzt in den Rolls Royce. Schlaf bis nächste Woche, bis zum nächsten Video.
Und ja. Ja, stimmt, du wohnst ja jetzt hier. Ich wohne hier. Ja, genau. Also alles gut. Von dem her, bis dann. Ciao.